wie du einen Flammensensor am ESP32 anschließt und programmierst und dabei das Signal von diesem Sensor mit einer Dual Color LED visualisierst, zeige ich dir hier im Video. Steigen wir also ein und bauen einmal die Schaltung auf. Wie gesagt, wir brauchen eine Dual Color LED. Diese hier ist von grün auf rot, hat eine gemeinsame Kathode, also einen gemeinsamen Minuspol. Und der Flammensensor hat die Pins D0, Plus und G für die Stromversorgung sowie für den digitalen Ausgang. Du kannst auch den analogen Wert abgreifen und dann den aktuellen Status auslesen, aber für unsere Schaltung reicht der digitale Wert, also 1 oder 0, völlig aus. Schließen wir also das lilane Kabel an D0 an, verbinden dieses mit Pin 14 am ESP32. Stromversorgung benötigt ihr natürlich auch, einmal 5 Volt vom ESP32 und Ground schließen wir gleich an, rüber zur LED, denn dort benötigen wir ja auch einmal zumindest Ground. Danach schließen wir die LED an mit Ground an den ESP32 und einmal die grüne LED an 13 und die rote LED an die 5. Damit ist die Schaltung auch schon erledigt und wir können einmal das Kabel einstecken. Und unser Programm von zuvor läuft wunderbar. Steigen wir also als nächstes nun ein und erstellen mal dieses kleine Programm. Zunächst definieren wir uns die Felder für die LED. Also die grüne LED haben wir an Pin 13, die rote an 5 und unseren Flammensensor haben wir an den Pin 14 angeschlossen. Die Pins der LEDs müssen als Ausgang definiert werden mit der Funktion Pin Mode. Und der Flammensensor wird als Eingang definiert. Danach müssen wir nur prüfen, ob das Signal am Flammensensor, also der Pin 14, high ist. Wenn dieser high ist, dann wollen wir die rote LED aktivieren und die grüne LED deaktivieren. Und wenn dem nicht so ist, also der Sensor deaktiviert ist, dann möchten wir die grüne aktivieren und die rote deaktivieren. Damit haben wir die Programmierung abgeschlossen und können das Programm einmal hochladen. Wenn wir nun das Feuerzeug aktivieren, dann wird die Flamme erkannt und die Dual-Color-LED wechselt von grün auf rot. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!